Der Boden wackelt noch munter, die Lava blubbert und ja, wir sind als kleiner armer Stein oder Eisklotz drauf und dran über diese ganzen diversen Abgründe, Hügel und Lavasee näher kommen, Gegenden zu kommen und ja. Deswegen willkommen zurück bei Elemente. Ich spreng mich in die Luft und dann versuchen wir das nochmal mit moderater Geschwindigkeit hier. Das, was wir dann in der letzten Folge probiert hatten. Mit dieser, ja, so nicht. Mit dieser Luftblase durchgängig und dann von unten die, das Energiedings sammeln, dann abgelenkt werden, wodurch auch immer, durch magische Kräfte. Und dann eventuell, wenn alles gut geht, ans Ziel kommen. Also so ist die Planung, nur klappt das nicht. Das liegt daran, dass ich noch nicht ganz verstanden habe, wann man denn nun zerplatzt und wann nicht. Also zerplatzen tut man immer, wenn man mit Lava in Berührung kommt. Das ist ja nun schon so einigermaßen konstant. Nur so als Luftblase. Nee, ist wieder nicht. Dann reicht die Energie nicht aus, um von unten diesen Booster da zu erwischen. So. Guck mal, fast. Nur ich glaube, wenn ich mich da recht entsinne, haben wir immer schon erst die Wand in einem ganz flachen Winkel gestriffen. Ja, nicht so jetzt im Speziellen. Sondern schon eher so, dass wir auch überleben. Ach, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und warum das mal ging und warum das jetzt nicht geht. Wir haben das ja immerhin schon, wenn ich mich recht entsinne, zweimal geschafft. So einen geschummelten Schummelkram zu machen. Das scheint aber nicht mehr so sonderlich viele Früchte zu tragen. Das fand ich aber die aussichtsreichste Möglichkeit. Ja, wir können natürlich so einen Unsinn hier machen und dann munter warten, dass die Lava näher kommt. Die auf jeden Fall näher kommt. Ich hatte gerade die Idee, ob wir nicht irgendwie beeinflussen oder ob unser Handeln nicht beeinflusst, wie weit oder wie dicht die Lava hinter uns ist. Ich denke, das ist auch keine. So, ja, jetzt fahren wir hier rum, warten, bis Lava kommt und dann sowieso schon alles wieder gegessen. Lösungsstrategien bitte in mein Postfach. So, und dann, genau, dann kommen wir hier auch nicht rüber. Ja, vielleicht ist dann doch wirklich das Rätsel zur Lösung. Hier irgendwie wirklich von unten, wie gesagt, dagegen zu fahren, das Energieboost-Teil mitzunehmen, dann schnell auf den Eisklotz umschalten. Ja, also natürlich nicht, also am besten in dieser kleinen Kuhle, die man da oben noch sieht, also der, ja, dieser Schräge da, was auch immer das darstellen soll. Ja, dafür müssten wir dabei erstmal reinkommen und auch entsprechend schnell sein, sonst wird das ja alles nichts. Ja, und so wird das auch nichts. Ich glaube, ich telefoniere gleich mal rum und frage die Jungs von, wie hieß denn das, Eye Illusions, ob die das nicht für mich machen wollen. Ja. Vielleicht sollte ich meine Motivations-Playlist anmachen. So. Ja, das ist ganz zielführend. Ohne dieses Energieboost-Teil sind wir aufgeschmissen. Das ist, ja, können wir, glaube ich, mal festhalten. Und im Schleichmodus sind wir auch nicht sonderlich zielorientiert arbeitend. Gucke mal, da sind wir abgeprallt. Aber warum denn? Ich verstehe doch die Welt nicht mehr. Warum prallen wir denn manchmal ab und manchmal zerschellen wir einfach so ganz jämmerlich? Gucke mal, da sind wir schon wieder abgeprallt, so wie ich das ja auch möchte. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir kurz vor der Wand einen Luftblasenboost geben. Probier das gerade mal. Nee, so geht das auf jeden Fall nicht. Och, Mann. Bin das nur ich, der immer bei solchen Spielen ab-
abgrundtief üble Probleme hat. Guck mal, jetzt warten wir viel zu lang, bis er sich ausgependelt hat, damit wir gerade nach oben kommen. So geht das also nicht. Ich würde vermuten, es geht irgendwo so und dann nicht zerplatzen. Wie auch immer halt. Vielleicht auch ein bisschen horizontaler noch die Wand erreichen. Nein, so auch nicht. Vielleicht ist das geschwindigkeitsabhängig, dass man mit niedrigen Geschwindigkeiten doch dann eher... Ja, auch nicht. Wie geht das denn? Ist das Zufall? Das wäre ja ziemlich sinnlos. So, warten wir nochmal. Mal gucken, ob das was wird. Hey, ich bin ja so schnell. Unglaublich. Wahnsinn. Ich kann mir ja die Welt kaufen. Ja, oder auch nicht. Sieht aber schön aus, wenn nur noch ein kleines Inselchen in gänzlicher Schwärze übrig bleibt und den Nachthimmel einnimmt und so weiter. So, das hatten wir auch schon mal probiert, hier so old school. Problem an der Geschichte war, wir verlieren zu viel Zeit und verlieren zu viel Zeit. Genau, das war der Hauptknackpunkt. Guck mal, dann kriegen wir hier schon Probleme und die Hauptprobleme bereitet mir immer noch dieses kleine Tal da rechts. Tal der Wünsche. Mich beschleicht das Gefühl, dass wir in dieser Folge nicht allzu viel schaffen werden. Außer vielleicht ein Rätsel lösen, wenn überhaupt. Ja, dann kann man ja vielleicht noch so Folge A, Folge B, Folge C machen und immer den gleichen Namen geben. Ich würde vermuten, wirklich nur eine Vermutung, dass das Rätsels Lösung irgendwo in diesem Luftblasen nach oben Steigding begraben ist und nicht in dem Stein in die Kuhle Fallding. Ja, aber irgendwie geht das nicht, so wie ich es mir vorstelle. Es ist klar, dass wenn eine Luftblase so klein und so süß sie auch sein mag. Na guck, da sind wir abgeprallt. Aber warum zum Henker? Ich verstehe das einfach nicht. Das will nicht in mein kleines Zwergengehirn rein. Wieso das manchmal abprallt und manchmal nicht? Oder ob das nur diese eine spezielle Kante ist, die, bevor die Wand so einen Schlenker nach rechts macht? Wenn wir die treffen müssen, dann wäre das ja einigermaßen... Nee, da zerplatzen wir vielleicht etwas höher. Wir waren ja eben etwas höher. Das war schon ungefähr auf Höhe dieser Kante. So, ja, es ist ja... Mal gucken, ob die Lava schon da ist. Ach Mensch, hey Lava. Das wäre dann vielleicht so eine Geschichte, wo man als Spieler sich dann eine halbe Stunde an dem Rätsel versucht und ja, dann irgendwann sich sagt, okay, ich weiß, das Spiel neigt sich dem Ende. Nee, geht ja auch nicht. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Also, dass es dann irgendwann sagt, ne, jetzt weiß ich, es geht, also das Spiel geht zu Ende. Dann ist mir das auch relativ egal und dann ne, belassen wir es dabei. Ich allerdings kann das ja mit meinem Stolz nicht so machen. Ich habe das ja angefangen und möchte euch das denn ja auch nicht vorenthalten. Und ich möchte ja vor allem auch wissen, wie das Spiel hier ausgeht. Denn Anfang und Schluss steht der Verdruss. Wenn das Spiel auch noch so blöd ist, wenigstens Anfang und Ende möchte ich gespielt haben. Oder halt, wenn das Spiel ganz blöd ist, was ich bislang noch nicht hatte, da ich ja immer nur Spiele spiele, auf die ich Lust habe. Wieder nicht abgeprallt. Ohne Abprallen wird das nichts. Wir können uns nicht von der Wand abstoßen, auch nicht. Tja, es gibt jetzt für mich auch so keine Möglichkeit, das nun ultra präzise zu steuern. Jetzt waren wir ganz flach, haben uns der Wand angenähert. Was aber offenbar auch nichts gebracht hat. Auch nicht. Wenn ich doch nur wüsste, womit das zusammenhängt, dass manchmal die Luftblase zerplatzt, manchmal wir ganz munter, locker, leicht abgelenkt werden. Gucke mal jetzt zum Beispiel, warum wurden wir da abgelenkt? Es ist blöd, so ein grundlegendes Spielprinzip, was vor allem auch nötig ist, hier in diesem Fall,
weder verstanden zu haben, noch erklärt zu bekommen, zu gegebener Stunde. Da könnte ich mich jetzt einerseits, guck mal, da wurden wir abgelenkt, das muss ich hier also, oh, wir sind zu langsam, ach Mann. Also ich habe zu oft hier Luftblasen-Action gemacht. Jetzt nicht. Ich kann natürlich einerseits dem Spiel also in die Schuhe schieben und sagen, ach, das ist ja der größte Mist und spielt niemals Elemental. Was seid ihr denn, na, was seid ihr denn für welche? Ihr könnt doch nicht Elemental spielen, wer macht denn sowas? Das ist ja so schwer und so. Ich bin dann doch eher, glaube ich, dafür. Ich habe mir das lange überlegt, ob das nur an mir liegt oder am Spiel. Und ich glaube wirklich, dass wenn man jetzt mit so einem, sag ich mal, das soll jetzt niemanden beleidigen, angreifen oder sonst wie komisch darstellen. Also wenn man jetzt mit 80er Jahre Ehrgeiz daran ginge, also wo wirklich Spiele zum Teil knüppelhart schwer waren. Ich selbst habe von denen keine gespielt. Aber zum Beispiel solche wie, was war denn das? Irgend so ein Spiel, davon gab es dann 128 Level. Waren das 256? Weiß ich gar nicht mehr. Es könnte sich um dieses... Guck, schon wieder abgelenkt. Bringt uns aber nichts. Könnte dieses sagenumwobene... Wie hieß denn das denn noch? Das, was da mal auf Googles Homepage war. Auf der Google-Seite. Ja, dann fehlt gleich wieder die Energie. Wir kommen nirgendwo an. Ach, Leute, ey. Was ist das für ein gemeines, doofes Rätsel? Ach, ich wollte ja die Schuld nicht beim Spiel suchen, sondern bei mir. Tja, ich starre diese paar Pixel, die sich der Augen nennen, an, überlege, ob sie mir etwas mitteilen wollen, während sie rhythmisch auf und zu gehen und stelle dann fest, nein, sie wollen mir nichts mitteilen, sie wollen einfach nur hier weiterkommen. Das möchte ich doch auch. Vielleicht müssen wir schneller sein. Ich probiere da gerade mal was. Wir fallen ja hier runter. Ja, so sind wir definitiv deutlich schneller. Das hat es richtig heftig gebracht. Vielleicht bringt es was, hier sowas zu machen. Und dann, naja, zerplatzen wir halt. Vielleicht. Nur ganz vielleicht. Ist diese Kuhle in der Wand, dazu wird das nichts, dazu da, um im Falle, dass wir genügend Geschwindigkeit gesammelt haben. Ja, so wird das auch nichts, danke. Uns durch diese komische, von mir nicht verstandene Spielme, ja, so wird das auch nichts. Mann, ich mache hier gleich einen Rage Quit, ey. In der Wand gestoppt. So, und dann runter da, genau. Also vielleicht, nur ganz, ja, vielleicht, wenn man da... Hatte ich schon erwähnt, dass ich dieses Rätsel blöd finde. So, wenn man dann schnell genug wäre, vielleicht würde man dann in die Kuhle kommen. Aber wie ihr gesehen habt, geht das nicht so einfach. So mit erzählen, ach, bestimmt geht das. Haben wir uns schon angenähert. Eine Näherungslösung ist aber immer noch schlecht, wenn sie die Realität nicht genau trifft oder zumindest nicht in gewünschter Genauigkeit. Man kann es natürlich sagen, boah, ich habe so eine krasse Näherung mir hier gebastelt, aber er kommt trotzdem nicht hin. So, vielleicht. Nein, so geht's nicht. Warum prallen wir denn da ab? Sind wir da zu schnell? Möge es mir jemand erklären. Also da waren wir zu langsam, definitiv. Da waren wir nicht vorbereitet. So, da waren wir in der Wand. Was wir nicht alles rausfinden. So, jetzt sind wir aber schnell genug, oder? Da zerplatzen wir. ich wechsle zwischen... Da gehen wir kaputt, da zerplatzen wir. Na, nochmal so Oldschool-Taktik. Also ein Vorteil daran ist, wir sind schnell. Was wir, glaube ich, mit keiner anderen von diesen Möglichkeiten bislang so hinbekommen haben.
Und zwar ziemlich schnell. Vielleicht. Soul Part found, ladies and gentlemen. Elements lost 218. 218. Oh. Was für eine Inselterror. 3009 Sekunden und 37,7 Hundertstel. Press Enter to continue. Das mache ich doch mit Vorliebe. Nur um zu gucken, was dann kommt. Eine Zwischensequenz. Ach, süß, der Kleine. Amazing. Only a good gamer would get this far. Also nur ein verflucht guter Spieler könnte so weit kommen. Ja, wir haben irgendwie slow motion, also langsame Dings da. Thanks for playing Elemental, Adenala. Ach, schön. Ich bin ein wenig erleichtert, dass es nicht noch knüppelhärter gekommen ist. Und dann... Trotz einiger Schwächen meinerseits, muss ich ja wirklich gestehen, da es dann wirklich, ja, man muss dann in dem Spiel drin sein und wenn man es ist und wirklich auch weiß, welche Taste wozu gehört, sich dann, also so ein Fleisch- und Blutübergang ist dann wohl auch nicht mehr so heftig ist. Und zu viel Denken, haben wir gemerkt, ist auch nicht immer ratsam. Ja, die sind ganz schön nett, die Entwickler, dass die ständig mir fürs Spielen danken und nicht so von wegen, ach, jetzt installiere aber meinen Kopierschutz, verflucht nochmal. In memory of, ach so, ich dachte von dem ganzen Stein, an die sollten wir uns erinnern. Gibt's da noch eine, ne, gibt keine Auflistung. Wir haben jetzt irgend so einen neuen Modus da freigeschaltet, so wie ich das verstanden habe. Aber Freunde, wir sind am Ende des Spiels angelangt. Und ich habe jetzt nicht vor, es nochmal durchzuspielen, zumindest nicht hier. Nicht Let's Playenderweise, sondern vielleicht für mich nochmal, wenn ich da Spaß dran habe, nochmal das ein oder andere Level nochmal zu probieren. Muss ich mal schauen. Also das Spiel ist ja nun wirklich klasse, eine sehr große Empfehlung. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht das Hunderttausende Euro oder Dollar oder... Reichsmark, was auch immer da an Währung da gerade. Weiß nicht, wo ist das in Schweden, ne? Was haben die da drüben? Auf jeden Fall. Was hatte ich gerade erzählt? Achso, genau, aufs Budget wollte ich hinaus. Auch wenn das eventuell nicht das Größte war, hat sich mal wieder gezeigt, wie viel Spiel man für wie wenig Geld doch rausbekommen kann. Man kann zwar noch so monströse Produktionen mit Hammergrafik und sonst was für einen Aufwand und Vertonungen und was man da nicht alles machen kann, irgendwelcher Motion Capture Krams machen, was dann wirklich die großen Entwickler auf die Beine stellen können, wo dann einige zig Millionen Euro drin stecken oder Dollar, oder aber letztendlich nicht das Spielerlebnis rauskommt, wo man sich dann denkt, okay, schön. Habe ich jetzt ein Spiel, hier so ein Effektfeuerwerk und ja, dann vergesse ich das ungefähr genauso schnell wie den fünften Stirb langsam und der war nun ziemlich schnell vergessen. Moment, hatte der eigentlich eine Handlung? Das könnte man hier wiederum auch anmerken. Ich kann mich an den Anfang kaum noch erinnern. Ja, ab und an kamen Zwischensequenzen, die allerdings nun wirklich keine große Story vermittelt haben. Ich habe sie noch nicht mal... Also ich irgendwie... Ich weiß gar nicht, was sie gezeigt haben. Das ist schon so... Ja, das Kernelement des Spieles ist, sich durch dunkle Gänge zu rätseln mit Geschicklichkeit und die richtigen Tasten treffen. Also an Story ist da nun nicht viel drin. Da hatte ich mir etwas mehr erhofft. Ich dachte vielleicht, dass... Also das war auch ein... Da könnte man auch Limbo ankreiden. Dass es über weite Strecken viel zu düster ist und nichts passiert und man immer das Gleiche macht. Das war hier allerdings, finde ich, noch eine Spur extremer, da ja nun an
Settings da sich nicht groß was geändert hat. Okay, ab und an kam eine Palme, ab und an waren wir draußen, haben Sonnenuntergang beobachtet. Ansonsten sind wir aber ungefähr geschätzte 90% des Spiels durch dunkle Gänge geheizt, wo dann als einzige Auflockerung wir selbst waren und ja, diese Lava sehen und diese Abstoßschmelzgeschichten, ja, wo wir dann durch ultra hauchfeinen Gänge uns in so einer Schmelze schlängeln konnten. Na gut, aber vielleicht haben ja auch andere Beta-Tester oder wer auch immer den Feedback geben konnte, den Entwicklern, vielleicht haben die ja schon ein wenig Rückmeldung bekommen und können vielleicht für folgende Titel ja, sich ein bisschen was zu Herzen nehmen. Wäre schön. Sie sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Vielleicht gibt es auch noch andere Feinde, von denen habe ich noch gar nicht geguckt. Muss ich, glaube ich, gleich mal tun. Und dann, glaube ich, verabschiede ich mich an dieser Stelle, bevor der das Intro-Liedchen hier zum 1000. Mal spielt und mich dann irgendwann fragt, hast du vergessen, den Rechner auszumachen? Und dann antworte ich, nee, Moment, ich muss noch kurz die folgende Diskussion zu Ende führen, ob ich das Spiel jetzt nun toll fand oder nicht. Und um nun ein Fazit abgeben zu können, ja, ich fand das sehr toll. Es hat die ganze Zeit Spaß gemacht. Es war zwar nicht einfach, aber schön. Und insoweit bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Folge übersprungen. Es ist ja nun auch nicht allzu viel passiert und man konnte nichts an Story verpassen. Vielleicht an meinem Gequatsche, was ja auch immer so reichhaltig und so informativ ist. Oho. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der anderen Projekte. Bis dahin. Tschüss.